Hallo und willkommen zu Folge 15 der 500er Karte in Supremacy 1914. Wir haben mittlerweile schon Tag 19 und wir stehen auf dem 7. Rang mit 36 Siegpunkten. Und wie ihr seht, konnten wir diese KI komplett einnehmen und haben sozusagen dann fast ganz Indien. Und wir sind wirklich riesig, das muss man so sagen. Wir haben jetzt insgesamt 85 Provinzen und das ist einfach nur riesig. Unsere Produktion ist auch immer noch wirklich gut am Laufen, kann man sagen. Wir haben jetzt 4 Fabriken und davon sind bereits, ist die auch Level 4? Nee, 3 Level 4er und hier müsste bald eine Level 3, haben wir noch eine Level 3 und hier haben wir auch bald eine Level 3 und hier werden auch noch 2 gebaut. Also haben wir wirklich eine große Produktion. Und dann einmal gucken, wie viele Truppen ich jetzt mittlerweile habe. Also markieren wir einmal alles. Und wir haben knapp 450 Truppen, inklusive 21 Artis, 2 Kreuzern, reichlich Kavallerie, ein paar Panzerwägen und einem Panzer. Und das ist eine wirklich große Armee. Und mit dieser Armee könnten wir jetzt zum Beispiel diese KI angreifen, diese KI oder diese KI. Aber gerade werden Pläne geschmiedet, um unserem Ally zu helfen, denn er wird hier leicht aggressiv angegriffen, man kann sagen indirekt angegriffen. Zentraltranskarpatien marschierte in eine KI ein, die genau daneben ist, und das bedeutet, dass er nun umrundet ist von dieser anderen Koalition. Nämlich hier ist ein Land der Koalition, nämlich Teheran, und dann kommt nochmal Transkarpatien, da werde ich auf jeden Fall eine Armee schicken müssen. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal, damit sie nur ein Fragezeichen sehen, so eine kleine Armee, weil sie sehen gerade nur ein Fragezeichen, sie wissen nicht wie viel, einfach um Präsenz zu zeigen, um zu sagen, hallo, wir sind auch hier, wir haben keine Angst oder wir zeigen, dass wir hier auch stark aufgebaut sind. Deswegen habe ich hier eine kleine Armee, keine Artis, aber einfach nur, falls sie jetzt zum Beispiel angreifen, um Zeit zu erkaufen, damit ich dann halt mit meiner Armee hier nach oben kommen kann. Weil wenn ich mit meiner Armee hier hin marschiere, dann haben sie, glaube ich, selbst wenn ich zur Hauptstadt durchlaufe, keine Chance, weil ihre Wege hier sind so weit. Das wird alles sehr schwer für sie. Aber gut. In Australien hat sich nicht wirklich viel geändert, muss man sagen. Immer noch alles inaktiv, außer Papua. Und die sind jetzt auch immer noch in Otago, beziehungsweise Neuseeland. Und ich sehe hier nicht, dass sie hier landen, aber zumindest bereiten sie das hier sehr vor. Sie wollen anscheinend eine schnelle Landung durchführen. Ich weiß nicht, was da ihr Plan ist, aber sie stehen hier schon länger. Und am Festland von Australien stehen sie auch schon und greifen auch nicht an. Also das dauert ja alles ziemlich lang. Sie haben auch mittlerweile ein Schlachtschiff, also ihre Produktion ist hier wirklich mega stark. Rad wird hier nichts produziert, vielleicht haben sie eine Ressourcenprobleme, das kann natürlich auch sein, oder sie rüsten auf, das ist wahrscheinlich so, aber das ist natürlich komisch, weil sie haben jetzt noch keine große Armee. Sie haben jetzt auf mehr einiges, aber Artis, wo sind die Artis? Also sie können an der Küste viel machen, aber sonst ist hier nicht so viel, haben sie nicht so viel Möglichkeiten, muss ich sagen. Unser Nachbar Burma ist nicht wirklich viel größer geworden, hier ist nicht wirklich viel passiert. Und in Asien, mein Ally bzw. mein vorübergehender Verbündeter, wie ich ja schon tausendmal in den Videos gesagt habe, der hat sich jetzt dazu entschieden, diese KI hier anzugreifen. Ah ne, das ist tatsächlich Nordkaschmir. Das ist der Gegner von meinem Ally. Das ist... ich weiß nicht, ob ich das wirklich gut finde, weil er staubt hier teilweise dann Provinzen ab. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist eh noch weit weg. Und mein Ally macht dann auch diese KI. Also ich glaube, dass der da jetzt hier einmarschiert, diese 4 Provinzen, die machen keinen großen Unterschied. Aber ich dachte, dass er jetzt auch mal so langsam nach einer Woche Planung endlich Assam angreift. Anscheinend ist das nicht so, was mich jetzt ein bisschen nervt, aber weil sonst hätte ich Assam genommen. Da werde ich dann wahrscheinlich nochmal mit denen schreiben, dass sie so langsam mal das machen sollen, weil sonst nehme ich das. Denn das ist ja eigentlich geografisch ziemlich wichtig, weil dann habe ich eine Verbindung mit meinem Ally und mit einem zukünftigen Feind, wahrscheinlich Burma. Und da muss ich auch noch was sagen, denn Burma und Papua sind verbündet. Sie sind in der Koalition von Papua und das heißt, dass sie alliiert sind. Und das wiederum heißt, dass wir sie nicht angreifen können, solange Papua drin ist. Denn mit Papua sind wir erstens verbündet und das möchte ich auch so halten. Und zweitens ist ein Krieg dumm, denn sie sind so riesig, sie haben überall Inseln, das dauert Jahre, sie zu besiegen und ist zurzeit überhaupt nicht realistisch.
In Afrika tut sich zurzeit echt viel. Wir haben ja ein riesengroßes Nordangola und vereinzelt sind hier auch echt große Länder. Also wenn man hier mal guckt, dann sieht man echt, wow, die haben hier wirklich viel erobert und kommen auch so langsam an hohe Provinzenzahlen. Das ist echt gut von denen. Und in Europa sieht man, wie die südlichen Highlands nicht wirklich viel Neues erobert haben seit der letzten Folge. Aber das ist schon einiges, was sie jetzt mittlerweile in ihrem Besitz haben. Und in Spanien genau. Aber das ist jetzt keine große Veränderung zum letzten Video. Deswegen gehen wir jetzt auch schon direkt zu Ospara. Und da sehen wir, dass sie hier super viel Neues bekommen haben. Sie haben ja vorübergehend weiter im Osten neue Sachen erobert, meine ich, seit dem letzten Video. Und die Front zu Mendoza, also ungefähr, ich glaube, das Argentinien, steht die Grenze noch. Also hier passiert noch nicht wirklich viel. Wahrscheinlich, weil sie noch keinen Nachschub geschickt haben. Aber was weiß ich, ich habe das hier noch nicht ganz verfolgt, also kann ich dazu noch nicht so viel sagen. In Amerika immer noch Nordkalifornien riesig. Die werden wahrscheinlich auch so langsam an meine Provinzenzahl rankommen, weil so groß wie die sind, die haben ja echt viel noch vor. Und jetzt stellt sich für uns die Frage, was sind unsere nächsten Schritte? Wohin geht's? Wie gesagt, wir werden eine kleine Armee wahrscheinlich abspalten, um Präsenz zu zeigen, um halt nochmal, falls sie angreifen, direkt einen Gegenangriff fahren zu können. Aber ich möchte natürlich weiter expandieren und deswegen seht ihr ja, sammle ich hier Truppen. Ich habe ja mittlerweile 21 Artis und da könnte man jetzt jede KI hier schnell einnehmen. Vielleicht nehme ich diese KI hier, weil die nochmal schön eng gebaut ist und ich dann nicht an neue Länder grenze. Das ist wahrscheinlich eine gute Sache. Vielleicht nehme ich auch die KI. Das muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall wird es eine neue KI sein und kein Spieler, weil ich bin hier nur mit einem Ally verbunden und sonst würde das keinen Sinn machen. Aber ich werde hier eine Armee abspalten und dann trotzdem noch weiter expandieren. Und in der Kolonie, seht ihr ja, sieht es ja auch einigermaßen gut aus. Wir konnten Java größtenteils einnehmen. Wir haben jetzt auch die Hauptstadt. Uns fehlen jetzt noch nur vereinzelt ein paar Provinzen. Und dann sind die auch besiegt. Und dann sind wir in einer echt guten geografischen Lage. Denn wir können hier in eine KI einmarschieren, die keine Hauptstadt hat. Die hat keine Hauptstadt, die hat keine Hauptstadt und die hat keine Hauptstadt. Und wie ihr seht, die Moral ist überall wirklich schlecht. Das heißt, wir können ja einfach einmarschieren und haben dann nochmal, ich weiß nicht, wie viele Provinzen das sind, sagen wir mal 20 so überschlagen, 20 neue Provinzen und natürlich eine Rieseninsel. Und die könnte man ja auch zu einer uneinnehmbaren Insel machen, mit vielleicht, wenn man hier ein paar Eisenbahngeschütze hat. Fürs Late Game ist das eine gute Sache. Genau. So sieht die Welt aus und so sieht mein Stand aktuell aus. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge.